Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock 2 Remastered. Wir stehen jetzt hier vor der Pumpensteuerung. Sinclair geht wohl so langsam die Luft aus, sagt er. Können wir alles nicht mehr nehmen, verdammt. Dann betätigen wir die mal. Hältst du mich für eine Tyrannin, Delta? Ja. Eine Tyrannin, die den Traum eines toten Mannes an sich reißen will? Die Stadt ist nichts. Rapture muss sterben, damit Eleanor sich aus ihren Trümmern erheben kann. Erlaube mir, es dir zu demonstrieren. Lähm überlastet die Pumpen. Gleich stürzt alles ein. Zum Dionysus Park. Beeil dich. Okay. Nein, laufen sollst du. Wie war das nochmal? Ach, kann ich gar nicht. Ich kann gar nicht schneller laufen als jetzt schon. Ja. Ich möchte, dass du dir diesen Moment einprägst. Dieser bestialische Marsch durch Geschrei und Finsternis. Das ist unsere Existenz. Los da jetzt, Junge! Ja, ich versuch's ja. Es ist gar nicht so einfach. Ich will laufen. Kann ich nicht mehr laufen? Kann ich nicht laufen? Konnte ich überhaupt mal laufen? Ach, Mensch. Lass mich in Ruhe. Für sowas habe ich echt keine Zeit und keine Nerven. Nein, ich habe keine Lust. Lass mich in Ruhe. Danke. Ich kann nichts machen. Hä? Sieh hin. Das ist die Welt, die du anstrebst. Hui. Du, allein, unter den Toten. Ich habe das gerade nicht gemacht, will ich nur mal eben so festhalten, ne? Das hat sie gemacht, nicht ich. Oh, hallo, Herr Hai. Uhu. War, glaube ich, eine Big Sister, oder? Könnten wir noch Adam noch mehr? Nee, ne? Okay. Und? Das ist die Welt, die ich anstrebe. So ein Schwachsinn. Wir hätten wahrscheinlich jetzt noch den Raum gekonnt, der da unter Wasser gestanden hat. Hätten wir bestimmt reingekonnt. Und ganz ehrlich, das Wasser kann uns ja theoretisch nichts anhaben. Wir können ja auch unter Wasser atmen mit unserem Anzug. Also von daher. Drückt doch schon leer. Okay. Ah, ich mag die Lamp überhaupt nicht. Dionysus Park gehörte Sophia Lam, Chef. Es war so eine Art privater Zufluchtsort für ihre sozialen Experimente. Eines Nachts wurde er überflutet. Alle Gäste starben. In den Zeitungen stand, es hätte was mit dem Kult zu tun. Komm auf zur Bahnstation. Dort treffen wir uns. Hat er nicht gerade in der letzten Folge um Luft gerungen? Noch ein bisschen halte ich durch. Ich traue ihm auch nicht wirklich. Ich kann hier eigentlich keinem trauen, davon mal abgesehen. Wo muss ich jetzt nochmal lang? Oh.
Dionysus Park trockengelegt und infiltriert. Sein Tod ist unsere Wiedergeburt. Das Leben der Tochter des Volkes liegt in eurer Hand. Oh, jetzt jagt sie uns noch mehr auf den Pelz, ne? Warum auch immer. Protektion. Tja, ich bin drin. Meine Wenigkeit ist das jüngste Mitglied der Familie Rapshaws. Ich habe Wales was verzapft von wegen, dass die Tribune mich daran hindert, dem Volk reinen Wein einzuschenken. Und ohne ein Wort zu sagen, drückt er mir eine Einladung für diese Künstlerzuflucht hier im Park in die Hand. Lam hat mir die Nummer vom frustrierten Schreiberling abgekauft. Sie unterstützt mich sogar. Ich soll alles aufschreiben, während ich hier bin. Nur, dass meine Story von ihr handeln wird. Und ich glaube, das Ende wird ihr nicht gefallen. Mhm. Okay. Kamera. So, alles klar, die gehört uns. Das heißt, ich gucke mich jetzt erstmal eben unten um. Ein Geschenk von Billy. Liebes gelbäugiges Mädchen, mein Name ist Billy und ich habe dich neulich am Karussell gesehen. Ich finde dich sehr hübsch. Dein blaues Kleid gefällt mir. Und auch dein Lied über die Engel. Meine Mom sagt, dein Dad macht dir Angst. Aber ich finde, er ist stark. Und nett, so wie ein Held aus einem Comic. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe es im Keller versteckt, damit niemand es findet. Der Geheimcode für die Tür ist 1080. Ich hoffe, es gefällt dir. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, winke ich, dann weißt du, dass ich es bin. Okay, süß. 1080, okay. Wissen wir Bescheid. Da hat er für Eleanor ein kleines... Aber hatte... War sie dann schon... Waren wir da schon eher Big Daddy? Ich glaube, er sollte mehr Angst vor ihrer Mutter haben als vor ihrem Vater. Okay, das war ein deutliches Zeichen. Ah, Moment. Mal wieder einen Screenshot zwischendurch machen. Mein Gott, sieh mir diese Ladung an. Wir sind rein. Oh, naja. Wenn man auf Schleim und Glitter steht, ist das gut. Oh, verdammte Kacke nochmal. Hör zu, Prinzesschen. Wenn du das nächste Mal auf den Müll frisst, denk an mich. Als Lady muss man Prinzipien haben. Darling, wir brauchen noch mehr davon für die Show. Im Schatten bist du nicht in dich sicher. Was anderes vor? Du stiehlst. Ich wusste es. Ich kenne hier jede Ecke. Ich hab das verdient. Ich. Von allen. Die Familie lässt dich schön grüßen. Alle. So, das Herz gibt's noch mehr. Warum kommen die nicht ran? Ich höre die laufen, aber kommen nicht. Witz. Ja,
hätte es nicht kommen sollen. Du erbärmliches, ich krieg dich, du elende Niete. Ja, ja, apropos Niete. Das kann doch nicht sein. So viel zu deinen Nieten. Ich hab eine Wiege gebaut. Einem Aquarium. Wieso kann ich das Ding nicht wieder aufnehmen? Kann ich nicht, doof. Ja, Schrotflinte. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mit der Schrot arbeiten. Wir finden verdammt viel für die Schrot. Das ist eine Big Sister. Oh nein, bitte nicht. Nein, Big Sister war Feuer, ne? Big Sister war Feuer, glaube ich. 580 Nieten. Schrot haben wir jetzt hier ganz viel. Antipersonen nehme ich gerne. Fallensperre haben wir gar keine mehr. Raketensperre haben wir genügend. Hier kommen wir zu jetzt. So. Mehr geht nicht. Oh. So schon genügend. Gut. Was haben wir da? Lambs Kunstverständnis. Oh oh. Dionysus Park. Ava macht sich immer lustig über mich wegen des Namens. Diese Partys. Sie weiß genau, wie ich zu solchen Attacken auf das Rationale stehe. Zu diesem Zelebrieren des Tierischen im Menschen. Aber das Grundstück des Parks ist ihr Eigentum. Und Ava weiß, dass ich sie niemals, niemals zwingen würde, das zu lassen. Aber ich hätte doch wenigstens erwartet, dass ihre Pseudo-Rituale in Rapture nicht gar so viele Menschen anziehen würden. Mhm. Okay, Heckpfeile haben wir zu Genüge. Hier wäre noch was zum Heilen. Ja, klein Jamors, ey. So. Können wir nutzen. Und dann gehen wir durch die nächste Tür. Bin gespannt. Wir haben nochmal einen Schrot ausgehört. Tja, die gute Nachricht ist, ich habe eine neue Bahn für uns gefunden. Aber die Station ist immer noch außer Betrieb. Und wir sind nicht alleine. Ich sehe einen Schatten in der Wachstation. Ich bleibe in Deckung. Sondier du mal die Lage. Klar. Boah, Sinclair, du nervst. Ah, hallo Jungs. Mein Name ist Stan Poole, Rapture Tribune. Ein gutes Blatt, bevor die Leute aufhörten, es zu lesen und eine andere Verwendung dafür fanden. Jedenfalls möchte ich euch ein Geschäft vorschlagen. Kommt zum Bahnhof. Ich bin hier in der Wachstation. Ach, er ist der Schatten. Oh, ich bin eine Runde auf dem Karussell. Sie gefunden. Ich habe Cindy gefunden bei diesem verrosteten Karussell. Sie stand einfach da, hat es angestarrt und darauf gewartet, dass die Musik anfängt. Aber sie erkennt mich nicht einmal. Was haben die mit ihr gemacht? Hört sie euch an. Keine Augen, keine Nasen, keine Ohren, keine Zähne. Wenn irgendjemand dies hört, ich muss wissen, wie ich sie heilen kann. Ich... Nein, weg da! Sie ist meine Kleine! Oh weh.
gehe natürlich gerne da an, wo ich eigentlich nicht hin soll. Lamb's Garden. Findet sie bestimmt toll, wenn wir hier rumschnüffeln, oder? Ach, das war ja auch schon mal geflutet, ne? Hat er gesagt. Oh, die Fische. Die Schwachstelle der Dionysos Parks. Des Dionysos Parks. McDonough, hören Sie zu. Es gibt einen gravierenden Konstruktionsfehler hier in Dionysos Park. Ein Leck in der Hauptentwässerungsleitung könnte den ganzen Laden hier überfluten. Fehlerhafte Druckventile würden die ganzen armen Teufel hier einschließen. Ein ungeschickter Big Daddy klopft das falsche Rohr auf und zack, wird Lambs kleine Kunstschau zum Luxuslebensraum für die Fische. Nicht auszudenken, wenn diese Info in falsche Hände gerät. Ist ja wohl. Wieder verdammt viel Munition und alles rum. Wir hacken erstmal alles. Wenn wir es dann brauchen. Haben wir es dann wenigstens schon mal vorrätig. Die ganzen Sachen zum Hacken allein schon. Hätten wir hier überall noch Adam sammeln können? Wahrscheinlich, ne? Ach, ist ärgerlich. Kann zerbrechen und hier geht's auch nicht weiter, alles klar. Das war's dann wohl mit Lamb's Garden. So? Huch, was war das denn? Irgendwie die Flasche gehauen und dann habe ich mich auf einmal komplett gedreht. Muss ich nicht verstehen, ne? Gut, wir könnten uns theoretisch, aber ich glaube, wir können uns jetzt nur noch was Sachen kaufen, die wir eh auswechseln müssten. Wir haben 385 Adam. Nee, Gesundheits- und Eve-Upgrade. Gerne. Sehr schön. Können wir auch irgendwas schon auf Stufe 3 bringen? Nee, ne? Ich glaube dann, du kannst einen weiteren Verbandskasten tragen. Muss ich auswählen, ne? Kann ich gar nicht. Wandelndes Inferno. Wir haben 305. Jetzt bin ich gerade mal überlegen. Hier ist eine Genbank. Plasmide. Wir könnten uns noch... Ja, das nützt nichts. Sind das die? Was kostet denn ein weiterer Platz? Plasmid-Slot 60. Den eben gekauften Slot, um etwas gelagerten auszustatten. Okay. Ich weiß natürlich nicht was. Und der nächste kostet 70. Komm. Wir können noch einkaufen, wenn wir uns ihn leisten können. Nee, das war's. Mehr geht nicht. Schade. Aber wir können jetzt mal ein paar mehr Sachen aus Dingsen hier. Nein, können wir nicht. Das ist tatsächlich der Slot. Doch, wir können uns jetzt welche kaufen. Wir könnten uns zum Beispiel Insektenschwarm kaufen. Der war ja auch nicht schlecht, ne? Vom Angriff her. Ja, bitte schließen. Hallo? Wie haben wir noch? 1 Gentonika-Slot. Da ist es. Nutze deinen eben gekauften Slot. Ja, ganz schlau. Das wollte ich, hätte ich machen sollen. Egal.
Zack. So. Was? Die können wir alle freischalten? Das mal vorher gewusst. Aufladen und Spicer rekrutieren. Benutze ich wahrscheinlich sowieso nicht, ne? Oder Insektenschwarm. Mit Köder kann ich sowieso nicht umgehen. Die erweiterte Fähigkeit, Bots zu rufen. Die Hecknadel bewegt sich etwas langsamer, wäre auch nicht schlecht. Feuersturm wäre auch nicht schlecht. Die Erfolgszonen werden etwas größer. Deine kritischen Treffer bewirken größeren Schaden. Wandeln des Infernos. Jetzt ist es auf einmal alles sehr interessant. Weil ich das vorher nicht gewusst habe. Ich bin so doof. Oh, kann ich mal wieder bitte nach oben? Das ist jetzt die Frage. So, jetzt haben wir 3 zusätzliche Slots. Den Rest spare ich mir. Und jetzt können wir in die leeren Slots. Hallo? Bohrerkraft. Könnten wir. Wir können den Trinker wieder einsetzen, auf jeden Fall. Dann Eve Link. Hole mit Eve mehr aus deinen Verbandskästen heraus. Ich glaube, wir haben eher Probleme mit Verbandskästen. Hackers Delight. Jedes Mal, wenn du etwas hackst, das wird man bestimmt auch erfolgreich hacken, ne? Shortens Alarms wäre jetzt auch wieder nicht schlecht. Scharfer Beobachter. Repariere. Ach. Gut, den Heimwerker nehmen wir auf jeden Fall nochmal wieder, dass wir wieder die Bots reparieren können. Cure All. Medistationen füllen auch dein Eve auf. Ja, das nehmen wir. Darauf werde ich jetzt erstmal mehr mein Augenmerk lenken, dass wir dann da die Slots noch freischalten. Es ist, wie lange spiele ich das jetzt schon wieder? Und trotzdem kriege ich es nicht ganz auf die Reihe immer noch. Ach, wir haben das nicht genommen. Wir haben es natürlich nicht genommen, aber ich habe den Trinker genommen, ne? So, was ist da oben in der Piano-Bar? Jetzt machen wir jetzt eben nochmal die Piano-Bar. Die ist zu. Wir können nur durch diese Tür. Zu den Zügen. Eine Familie gründen ist was ganz Natürliches. Aber hier unten muss man ja ums Natürlichste noch kämpfen. Ums Natürlichste noch kämpfen? Da ist eine Beta-Chamber. Let's fight! Du hast ja keine Ahnung, was ich durchmache. Angst, es mit einer stärkeren aufzunehmen. Ja, jetzt hat es mal funktioniert, dass er übergesprungen ist. Dionysus Park war mein Zuhause, Delta. Ein Experiment in sozialer Einheit, zunichte gemacht durch menschliche Torheit. Mit jedem deiner Schritte entehrst du das Andenken daran. Klar. Tja, Lem weiß, dass du hier bist, aber ich bin inkognito unterwegs. Die Sache ist die, seit du den Park trockengelegt hast, schnüffeln hier die Little Sisters rum. Auf der Suche nach Adam. Und das kann ich nicht brauchen. Oh, fies. Oh Gott. Die Bläschen, die klingen so, als wenn jemand Magengrummeln hätte. Hey, Sascha! Jetzt knackt schon den Safe. Ich will meine gottverdammte Überraschung haben. Oh, ich bin so nah dran. Warum machst du nicht mit? Tick Tock, Sascha. Wird das heute noch was?
Nein, es wird leider nichts mehr heute. Außer, dass ich die Medistation hacke. So das zu nehmen, den mal eben zu hacken und dann ist hier gleich die heutige Folge Feierabend. Wie erlaubt. Teufelschips im Wasser, also wirklich. Und auch ein Waffen-Upgrade, sehr schön. So, pass auf, was wollte ich nehmen? Tesla-Upgrade für die Schrotflinte. Ich mag die Schrotflinte, auch wenn wir viel zu wenig Muni dafür immer haben. Oder aber... Die Harpune macht schon ordentlich Schaden. Dafür wird der Zoom dann aber auch noch ganz gut. Komm, erstmal Schrotflinte. Jawohl. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, den Safe versuche ich in der nächsten Folge zu hacken. Und dann sage ich jetzt einfach bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch, Lissi.